Prognosen mache ich nie, weil es ist durch viel zu unsicher. Und die Technik wird nicht darauf hingehen, das sind ja einfach nur Fantasievorstellungen, Menschen in irgendeiner Form direkt nachzubilden oder zu ersetzen. Das ist eher was für Filme. Hier geht es darum, Leistungen zu ermöglichen, die der Mensch eben nicht so gut kann oder nicht so gerne machen möchte. Und da sehen wir heute in vielen Bereichen, dass das schon gut funktioniert. Also einfache Telefonate kann eine Maschine heute erledigen. Einfache Handreichungen können Roboter besser machen als Menschen. Und so nach und nach werden wir uns in viele Bereiche weiterentwickeln, wo künstliche Intelligenzen Dinge tun, die heute Menschen tun. Aber ersetzen, nein. Im Anwendungsbereich muss man sicherlich unterscheiden, wo ich jetzt unterwegs bin. Bin ich im Kundenbereich oder bin ich eher im Netzsteuerungsbereich? Im Kundenbereich gibt es natürlich sehr viel Einsatz im Bereich der Kundenanalyse, Kundensegmentierung, auch schon seit langem, also aus dem Finanzbereich kommend, aus den 90er Jahren würde ich sagen, spätestens hat das begonnen. Wir gehen jetzt in den Bereich Telefonate, Ansprache, das ist eher im Kundenbereich. Im Bereich der Netze gibt es bisher so gut wie keine Ansätze. Das ist mehr im Forschungsbereich, im Experimentierbereich. Aber man wird da sehr, sehr kurzfristig auch in die reale Netzwelt reingehen. Also es ist eine Frage von Jahren, würde ich sagen. Wir probieren heute schon im Labor diese Einsätze aus. Das ist so der erste Schritt, dass wir lernen. Reihenfolge wird sein, man wird erst in weniger kritischen Bereichen sein. Zum Beispiel, wenn es um Handel geht, wenn es um Energiebezugsoptimierung geht. Das werden wir jetzt in den nächsten Jahren erleben, dass die ersten Einsatzszenarien dort ausgerollt werden. Wenn wir in den Bereich gehen der Netzsicherung, der Netzführung, wird sicher länger dauern. Schritte sind normalerweise erstmal Analysen zu machen und dem Menschen ein Bild zu geben, was dort passiert, aufgrund der künstlichen Intelligenz, also tiefere Einblicke zu gewinnen, Handlungsoptionen vorzuschlagen. So nach und nach lernt der Mensch und das System miteinander umzugehen und Teile immer mehr ins Autonome auch reinzugeben.